Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, hallo hier zusammen. Wir sind hier bei der Deutschen Meisterschaft in Mahl. Wir haben hier ein super Event, eine super Eventhalle draußen. Wir sitzen hier im Zelt vor der Location. Und ich bin Hans-Joachim Höh und ich bin hier mit dem Christian Haug. Christian Haug, hallo. Genau, und der Christian ist im Moment unser erfolgreichster Protospieler aus Deutschland. Also ich habe die meisten Pro-Punkte zurzeit in Deutschland in dieser Season. Und höchstwahrscheinlich werde ich auch Captain vom World Magic Cup. Also quasi das Turnier, wo der deutsche Meister und der deutsche Vizemeister hier auf der DM sich für qualifizieren. Also genau. Mit mir zu spielen. Also hoffentlich mit mir zu spielen. Genau, ja, super interessant. Darum geht es natürlich hier heute, beziehungsweise heute und morgen, in diesem Wochenende, den deutschen Meister zu finden und damit das Team festzustellen, wer denn Deutschland vertreten wird, da beim World Magic Cup. Ich bin ganz gespannt, ja. Genau. Aber du bist natürlich nicht nur auf der Suche nach coolen Teammates, mit denen du richtig Bock hast, loszustarten, sondern selber würdest du am liebsten ja auch noch. Ja, also das war das ursprünglich mein Gedanke, ja. Hier einfach mal locker hinzugehen und ein lockeres Turnier zu spielen, ohne mir Gedanken machen zu müssen. Aber tatsächlich, ja, ich bin auf 49 Pro-Punkten und ab 52 ist man Platinum, also man bekommt den Platinum-Status von Wizards. Und wenn man Finale macht hier auf der DM, gibt es tatsächlich 3 Pro-Punkte, also wird genau passen. Ja, witziger Zufall. Insofern, eigentlich bist du, also theoretisch wärst du sozusagen der einzige Spieler, für den es nicht super relevant ist, die DM zu gewinnen, aber dann deswegen doch dann wieder. Dann doch wieder nicht. Ja, auf jeden Fall, Platinum-Status ist das allerbeste, was man haben kann, der allerbeste Zustand für einen. Ist das der höchste Level, ja. Ja, und genau. Was für mich ganz wichtig ist persönlich, ich wollte eben schon immer mal diese Pro-Player-Karte haben, also eine Karte von mir selbst als Token. Und das gibt es eben nur mit Platinum-Status. Und das wäre schon eine ganz tolle Sache. Ja. Ja, gute Sache. Bisher bist du auf dem richtigen Weg. Klar, wir haben erst 3 Runden gespielt. Aber das, ach so, heute. Das mal, klar. Die ganze Season bist du schon natürlich auf dem allerbesten Weg. Aber auch heute, 3 Runden haben wir bis jetzt Standard gespielt. Und das 3-0 bestehst du jetzt, ne? 3-0, ja, ganz genau. Also ich hatte ja einen Ball und ja, 2 Runden habe ich jetzt gespielt und bisher läuft alles nach Plan. Ja. Wir hatten den Christian auch gerade im Feature-Match. Ich habe ihm zugeguckt, sah alles sehr convincing aus, sehr schnell, sehr überzeugt davon, die richtigen Moves zu finden, die richtigen Plays zu machen. Ja, ich habe jetzt Zeit gebraucht für das Interview hier, also Ach so. Muss ich ein bisschen Gas geben. Aber das ist sehr nett von dir. Ja, nee, bisher läuft alles nach Plan. Ich freue mich besonders auch auf Limited. Generell so Turniere, wo Constructed und Limited gespielt wird, gibt es ja recht selten. Und neben der Pro-Tour eigentlich überhaupt nicht. Und darum freue ich mich immer ganz besonders auch jetzt auf die Deutsche Meisterschaft. Das war früher schon immer mein Lieblingsturnier, mit Abstand eigentlich. Und das ist es jetzt auch wieder oder immer noch. Und ich bin super froh, dass die Nationals wieder zurück sind und damit es das Turnier wieder gibt. Und auch nochmal Lob an Trader Online. Also die haben ja was ganz, ganz Tolles auf die Beine gestellt. Die Location und das haben die echt super gemacht. Und da bin ich echt froh drüber. Das die ganzen Leute wieder zu sehen, die ganze Community versammelt sich ja, bei der DM. Und für mich ist es einfach das schönste Turnier im Jahr. Ja. Ja, also da waren ja auch viele Leute einfach traurig, als das irgendwie weggefallen ist zwischendurch. Ja, und es ist halt einfach ein super familiäres Event und das hat der Trader jetzt auch nochmal so richtig hier betont und gute Sachen dafür ausgedacht, dass das so rüberkommt. Ja, kann man so sagen. Ne? Ja. Spitze. Okay, sagst du uns noch kurz, was du überhaupt spielst heute? Ach so, ja, ganz langweilig. Ich spiele Rot-Schwarz-Aggro. Ja? Also eine Standardliste mehr oder weniger. Ich habe ein paar Sideboard-Choices, wo vielleicht nicht jeder hat. So ein paar. Ich habe Khan für das Mirror oder jetzt, ich spiele mit Inside Injury wegen dem Frog-Deck. Aber im Prinzip eine relativ Stocklist von Rot-Schwarz-Aggro. Ja. Okay, aber auf jeden Fall sehr überzeugend pilotiert gerade. Ich hoffe, ihr zuschauen. Sah ganz gut aus. Auch interessanter Punkt von wegen der zwei Formate, dass du das super findest. Haben wir auch mehrere Leute gefragt, haben wir auch einen Artikel, stellen wir gleich online.
ob sie sozusagen es besser fänden, wenn es nur Standard wäre, weißt du, ob es besser fänden, wenn es nur Laraf wäre und so weiter. Aber es haben auf jeden Fall auch verschiedene Leute gesagt, dass gerade das auch ein großer Reiz des Events ist. Auf jeden ist. Fall, ja. Ja, gerade das. Gemischte Format, ja. Genau, dass man eben auf mehreren Leveln geprüft wird, sage ich mal. Wie viele Leute, die spielen vielleicht nur ein bestimmtes Format oder viele spielen nur Limited. Und hier muss man eben so ein bisschen beides können, ne? Um erfolgreich zu sein. Und das finde ich einfach toll. Vor allem, also mir persönlich macht Limited am meisten Spaß. Spiele aber, wie gesagt, wegen Pro-Touren in den Turnieren sehr viel Constructed. Und allein die Abwechslung. Und es ist einfach was. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich nur Turniere spielen mit Limited und Constructed. Ne? Okay. Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Ansage. Die Situation ist geklärt. Wir wünschen dir viel Glück, dass du wahlweise die 3 Punkte heute holst. Vielen Dank. Ja. Oder, also morgen natürlich in Wirklichkeit, oder in den 2 Grand Prix, die noch kommen, dann vor die Season Es endet. Sind 2 Grand Prix, Prag nächste Woche und Stockholm, glaube ich, in 3 oder 4 Wochen. Das sind beides Modern GPs leider. Ist nicht so mein Lieblingsformat, aber... Ich werde es natürlich probieren. Es ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist. Und ja, die 2 stehen noch aus. Ja. So oder so, auf jeden Fall schon eine super Season, super Performance. Klar, man will immer dann auch doch die letzten paar Punkte, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall auch so, schon eine gute Season. Und es ist noch Luft nach oben. Viel Glück auf deinem weiteren Turnierweg. Vielen, vielen Dank. Danke.